in meinem Zimmer, die einfach Sinn ergeben. Part 1. Credits gehen raus an die liebe Api. Aufgrund eines Videos, was ich selbst gemacht habe, worunter ihr mich gefühlt alle markiert habt, muss ich jetzt leider euch ein kleines Lied singen. Ich will es nicht, aber ich muss, weil so waren die Regeln und ja, viel Spaß. Ich liebe dich ohne Grenzen, aber du verstehst mich nicht. Warum du liebst mich? Nein. Ich ohne dich wein. Da sind wir ja schon mal richtig musikalisch hier in den Tag gestartet. Und ja, ich würde sagen, let's go! Beginnen wir mal mit meiner wunderschönen Efeuwand, die auch noch leuchten kann. Also die hat so eine Lichterkette da drunter und deswegen, die ist einfach iconic und ich liebe sie, ja. Diese wunderschönen Gemälde von Leonardo da Vinci, aka meiner kleinen Schwester, die diese Bilder mit wundervoller Liebe und Mühe für mich gemalt hat. Und deswegen hängen die jetzt halt an meiner Tür. Dieser ästhetische Spiegel hier, I mean, guckt ihn euch an, ja, guckt ihn euch an. Willi, Wilma, Wilhelm und Wolfgang Amadeus Mozart. Also für die, die es jetzt nicht checken, meine Pflanzen haben halt Namen. Meine super gesunden, tollen, Ricola-Bonbons. Die brauche ich für meine Gesundheit. Ja, das ist wichtig. Das ist wie Tabletten für mich. Ja, ja. Meine Washi-Tape-Sammlung. Ein Bild, was mir meine Freundin zu meinem 4. Geburtstag gemalt hat. Ein ausgetrockneter Zapfen. Und der Ausblick aus meinem Fenster in meinen wundervoll smashen Garten. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Schreibt das auch gerne nochmal in die Kommentare, also eure Meinung. Und ja, da ich nichts mehr Interessantes zu erzählen habe, sage ich einfach... Hi!